Hallo alle zusammen, das ist der Brinny-Log. Ich bin Brinny und das ist mein Log. Wer sich jetzt über das Bild wundert, ist es ein bisschen ungewohnt, ist etwas schlechter als sonst. Liegt daran, da meine Kamera, die mir bisher sehr gute Dienste geleistet hat, die GC nicht überlebt hat. Das Problem ist, dass irgendwo da ein Kabel verläuft, dass das Mainboard mit dem Display verbindet und das ist hinüber und es kommt kein Bild mehr. Also die funktioniert wahrscheinlich noch einwandfrei, aber ich kann damit nichts tun, weil ich nichts sehe und ich bin nicht fähig, dieses Band zu reparieren. Ich wollte mir Ende des Jahres eine neue Kamera kaufen. Das heißt, das ist das Zeichen der Götter. Wir brauchen eine neue Kamera. Ihr müsst leider bis Ende des Jahres darauf warten. In der Zeit werde ich meine Vlogs mit dieser Kamera aufnehmen, die ja bereits bei Livestreams eigentlich gut Dienste leistet. Und ich denke mal, solange ich keine mega fette Action hier mache, wird es auch okay sein. Hadokas ist ein anderes Thema, muss ich gucken, wie ich das mit der Kamera löse. Wahrscheinlich aber auch einfach hier gemeinsam vom PC oder so. Also, ja. Ausleuchtung ist ein anderes Thema. Ihr seht schon, ich flimmer in allen lustigen Farben und so, aber meh. Wo ich gerade von der Gamescom und dem Ableben meiner Kamera bei der diesjährigen rede, tausend Dank an alle, die vorbeigeschaut haben, die mich getroffen haben, die mit mir geredet haben. Es war für mich unglaublich. Ich war zutiefst gerührt davon, was ihr mir gesagt habt. Und was mich am meisten bewegt hat, war Nix Rafa hat mich als erster von euch gefunden. Und er hat mir erzählt, dass ihr innerhalb von meiner Community euch gefunden habt. Also Nix Rafa, Drachenbrut war es, glaube ich, Demotiu, dass ihr halt als Kumpel seid und miteinander zockt. Und dass ihr wirklich, dass ich wirklich eine Community habe, also Leute, die sich gefunden haben durch mich und nun zusammen zocken. Und als ich das gehört habe, dachte ich nur so, wow, das hat mich total umgehauen. Ich bin euch dankbar für alles, was ihr tut, für all die Leute, die kurz Hi gesagt haben, für die Menschen, die kamen und Autogramme wollten, die ein Foto wollten, einfach mit euch zu reden und zu zeigen, mich interessiert, wer ihr seid. Das war das, was ich rüberbringen wollte. Und in diesem Sinn muss ich mich auch wahnsinnig entschuldigen. Es war das erste Mal, dass ich so ein Fantreffen-Ding versucht habe auf die Beine zu stellen und es war von mir unsagbar schlecht geplant. Der Treffpunkt war okay gewählt, von der Logistik her, aber nicht von der Lautstärke. Es war katastrophal, weshalb Freitag vielleicht ein paar Leute mich verpasst haben und Samstag die Leute schreien mussten, um mit mir zu reden. Das verspreche ich, wird nächstes Jahr besser, da komme ich gleich dazu. Aber vor allem muss ich mich entschuldigen bei den Leuten, die Sonntag vielleicht von mir übergangen wurden. Ich musste nach dem Dance Contest sofort los. Es hatte mehrere Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Einer von euch hat mich erwischt beim Verlassen der Halle und hat ein Autogramm von mir bekommen. Und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie arschlochmäßig ich rübergekommen sein muss. Ich habe nicht mit dir geredet. Ich hätte wahnsinnig gern mit dir geredet. Ich war total durch den Wind. Wenn ich Glück habe, hast du das selber gemerkt, dass ich komplett neben der Kappe war und auch selber nicht mehr ganz bei mir. Mir war wahnsinnig schwindelig, ich musste aus der Halle raus. Tut mir wahnsinnig leid. Wenn du das siehst, Mensch, dem ich am Sonntag in der Schlange beim Rausgehen beim Dance Contest bei Blizzard ein Autogramm gegeben habe, schick mir bitte eine PN auf YouTube. Ich habe mir was überlegt, bitte schick mir eine PN. An alle anderen, ich habe es schon dem Solif und ich glaube Drachenbrot gesagt, nächstes Jahr wird alles besser. Ich werde Treffpunkt ausmachen im Freien. Wir werden mehr Zeit zusammen haben. Ich überlege mir was bis dahin. Vielleicht machen wir sogar so, dass ich euch sage, auf welchem Campingplatz ich bin, dass wenn ihr auch campen wollt, ihr da vorbeigucken könnt und wir haben ein bisschen coole Zeit zusammen. Okay? Ihr müsst aber immer noch verstehen, das ist immer noch ein Teil von mir privater Urlaub. Das heißt, auch wenn ihr auf demselben Campingplatz seid, müssen wir dort halt einen Termin ausmachen. Zum Beispiel der Abend vor der GC, wo wir ein bisschen Party machen oder am Freitagabend. Aber nicht permanent. Das versteht ihr wahrscheinlich. So wie ich euch das einschätzen kann nach diesem Treffen, versteht ihr das und ihr seid so cool drauf, das ist gar kein Problem. Allerdings, ich habe das Gefühl, ich habe meinen Job scheiße gemacht an der GC. Ich habe gar nicht realisiert, wie wichtig für manche von euch das Treffen mit mir ist. Das habe ich erst gemerkt, als ihr vor mir standet, wie die Leute sich gefreut haben und es tut mir zum Nachhinein so leid, dass so wenig von euch die Chance hatten, mit mir zu reden und ich so wenig Chance hatte, mit euch zu reden, weil es ist mir wichtig, mit euch zu reden, dass ich meine Zuschauer kennenlerne und weiß, wie ihr tickt und was euch Spaß macht und einfach, wer seid. Und aus diesem Grund, weil die GC,
das nächste Jahr, also GC 2013, noch so lange hin ist, ein Jahr von jetzt an, habe ich mir das überlegt. Es ist schwer von euch, mich zu treffen. Es ist, wenn ihr nicht gerade in München wohnt, fast unmöglich. Aber ich werde mir einen extra Skype-Account einrichten. Und dann werde ich euch bitten, mir eine PN zu schicken. Und ich versuche es mit jedem, also ich versuche jeden Menschen in dieser Liste, also der mir eine PN schreibt, ich versuche euch anzurufen. Also per Skype. Ist da ein toter Pixel auf der Kamera? Ein bisschen. Nochmal. Ich werde dann Skype-Gespräche führen, also ich werde sozusagen Skype-Meetings machen mit euch. Ich picke einen von euch raus, vermutlich im wöchentlichen Rhythmus, und dann werden wir 15 Minuten, dann werde ich mir 15 Minuten nehmen, um dich, lieber Zuschauer, kennenzulernen. Wir werden einfach ein bisschen schnacken, es kann auch gerne mit Bild sein, ist mir vollkommen egal. Mir geht es darum, dass ihr seht, dass mir wirklich was dran liegt. Und da habe ich auch irgendwie tierisch Bock drauf. Wenn ich das dann nicht immer im wöchentlichen Rhythmus schaffe, tut es mir leid, aber ich werde dann immer wahrscheinlich im Prelog verkünden, diese Woche ist es User, bla bla bla. Und dann können wir Skype ein bisschen und mal, ich kann euch mal ein bisschen kennenlernen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare, ob ihr das gut findet, und schickt mir dann irgendwann, sobald ich dann das nochmal öffentlich mache, PNs mit eurem, dass ihr halt mitmachen wollt und so. Das war auch soweit alles, was ich nochmal loswerden wollte zur Gamescom. Ich weiß, es war jetzt kein richtiger Prinilog, aber das musste ich mir von der Seele reden, dass mir das tierisch leid tut. Der Gesamtrückblick zur GC, der kommt noch als Extra-Video, vielleicht als Adokas zusammen mit Njappi. Wenn Dom mitmachen möchte, kann er mitmachen, aber er hat halt nicht viel zu sagen, wenn ich dabei war, aber meh. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ein paar von euch übergangen habe. Ich mache es wieder gut, ich verspreche es, hoch und heilig. Ich werde bestimmt nicht mit Let's Plays aufhören, da hatten ein paar von euch Angst, die mich getroffen haben. Ich bleibe bei der Sache. Einer von euch, ich glaube, es war Solif. Es war Solif oder Drachenbrot wieder. Ich meine, es war Solif. Hat gesagt, ich glaube, dein Problem ist, dass du deine Qualität stetig erhöhen möchtest. Das ist wahr. Und darum mache ich mir eben diesen Druck. Aber er hat mir nochmal gesagt, du musst deine Qualität nicht erhöhen. Für mich und wahrscheinlich für alle anderen ist es gut, so wie es ist. Und danke dafür. Apropos Qualität erhöhen. Nächstes Mal leuchtet das hier besser aus. Das flimmert und flackert, das ist der Wahnsinn. Also meine Lieben, wir sehen uns hoffentlich bei Let's Plays noch diese Woche. Ich hoffe, ich kriege meinen Arsch auf diesen Sitz hier und nehme Let's Plays auf. Ansonsten sehen wir uns. Denkt daran, nächste Woche Freitag ist der Wir fallen in Yappies Geburtstag rein Stream mit Special Guest Mexican Dake. Seid dabei, wünscht Jessie dann alles Gute zum Geburtstag. Sie hat am Samstag, den 1. September Geburtstag. Also Stream einschalten und alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und by the way, wenn ihr eine Freude machen wollt, dann schreibt sie einfach mal ein bisschen an, edit sie auf Steam, Njappi JCT, wie auf YouTube oder so. Ich glaube, Njappi JCT am Stück. Geht über meine Freundesliste. Also gut, wir sehen uns bis dann. Ich bin jetzt raus und koche. Bis dann, bye bye.